Bevölkerungszuwachs. Jo, wir gucken gleich. Hier sieht's schick aus. Hier bleibe ich. Hier gibt's jede Menge Silber. So, ihr habt ordentlich zu tun, meine Lieben. Au. Ja, da müsst ihr jetzt mal durch. Hört auf zu meckern, geht nach Hause. So, oben ist nichts mehr zu tun, sehr gut. War zwar noch das ein oder andere, aber ich möchte doch alles haben. Sehr schön, dann graben wir uns an den Beholdern hier vorbei. Hier ist sowieso nichts irgendwie von Bedeutung, außer den Kristallen und den Pilzen, aber die kriegen wir auch so. Da müssen wir uns nicht mit denen rumprügeln. Sehr schön. Nehmt alles mit. Das geht alles in unseren Besitz über. Und Zwerge lieben ihren eigenen Besitz, das weiß ich. Ihr seht auch schon so aus. So gierig, geizig und gemein. Das kann auch schon mal mit. Habt ihr auch was zu tun? So, Portal ist weg. Dann kommt ein neues hierhin. Ein Schmiedebuch. Weiter hacken, meine Lieben. Keine Müdigkeit vortäuschen und da kommen wir an Gold. So habe ich mir das vorgestellt. Okay, mitnehmen. Dass wir auch ja nichts vergessen. Dann graben sich die einen hier runter, während die anderen sich da runter graben. Na, das klingt doch nach einem Plan, oder? Ja, boah. Hör auf zu meckern. Da musst du jetzt genauso durch, wie ich da durch muss, dass ich euch steuere. So. Gucken wir mal. Käfers, mhm. Nicht schön. Und auch nicht selten. Ja, an das Gold kommt ihr schon super ran. Das ist gut. Okay, Portal steht noch. Noch. Verändert sich auch leicht so die Farbe, kann das sein? Ja, super. Ach, das kommt richtig gut. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Jetzt so eine richtig schöne Ressourcenspritze. Macht ruhig weiter so. Gleich noch einmal Bergarbeiterbücher, sehr gut. Und demnächst brauchen wir wieder Essen, das ist eigentlich dann wieder vorrangig wichtig. Ja, man muss sich immer von einem zum anderen rüber tingeln. Nicht so leicht, gar nicht leicht. Da kommt jede Menge Silber noch zustande. Der eigentliche Grund Kohle erlischt so ein bisschen bei den ganzen Ressourcen, die sich uns hier bieten. Du bist noch neu, ne? Du bist noch gar nicht ausgerüstet. Eingerüstet, wollte ich gerade sagen. Eingerostet wahrscheinlich eher. Du kriegst ein Silberschwert, eine Eisenspitzhacke, eine Stahlaxt und einen Stahlhelm mit Goldschuhen und einer Lederrüstung. Apropos Goldschuhe, da haben wir wieder ein paar neue gehabt. Gleich mal zugeteilt. Auf dass die Verteidigung steht. Die steht und fällt mit den Zwergen. Sieht noch ganz annehmbar aus, ja.
Da kommen wir zur nächsten Goldader. Ein bisschen Mana ist noch übrig, die werden wir auf jeden Fall dafür nutzen. Einmal kurz gucken, wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Hier bin ich verkehrt. Ausrüsten auch nicht. Wir haben 141 Kohle. Na, super. Das sieht doch richtig gut aus. Goldbarren, her damit. Kohle, her damit. Alles verarbeiten, was wir können. Was wir haben. Obwohl es ja letztendlich nicht am Gold, sondern eher an dem Silber gescheitert ist. Ja, jetzt sind hier jede Menge Portale. Ihr könnt euch eins aussuchen, wo ihr lang wollt. Die bleiben auch noch eine Weile offen. Da ist auch nochmal Silber. Kommt ran hier. Keine Müdigkeit vortäuschen. Noch ein bisschen Stein nebenbei. Ein Buch des Jägers. Aber Kohle wäre mir wesentlich lieber. Ihr seht ja, wie schnell die wieder weg ist, wenn man erst einmal die ganzen Barren geschürft hat. Sehr schön. Goldarbeiten ist abgeschlossen. Wir können jetzt zur Luxusdekoration übergehen. Das machen wir alles später. Vorerst müssen wir das hier fertig kriegen. Obwohl, nee, das hier ist wirklich wichtiger. Ja, machen wir gleich. Ihr könnt ja schon mal Glas craften. Brauchen wir sowieso wieder. Und auch dafür brauchen wir Kohle. So. Ja. Hausmauern zerstört? Was geht hier ab? Warum achtet ihr nicht darauf? Warum achte ich nicht darauf? Ach, nimm die Stahltür, bau die hin. Damit müsste das Haus dann wieder komplett sein. Und wo sind unsere Zwerge hin? Hier. Wir werden schon wieder angegriffen. Ich weiß gar nicht wo. Das ist mir auch relativ wumpe. Würden sich die anderen Zwerge dann bitte mal dazu bewegen, runterzukommen und mitzugraben, damit das Ganze hier schneller geht. Meine Mana ist nicht ewig da. Eigentlich wollte ich die für sowas gar nicht verschwenden. Na, kommt. Beeilt euch. Wieder ein bisschen Kohle, da ist nochmal Gold. Wir haben wieder jede Menge Silbererz, das ist sehr, sehr praktisch. So, kommt da auch noch ein Gerüst hin, falls du gleich runterfällst. Ja, doch. Hat ein bisschen was gebracht, nicht allzu viel. Aber wir können uns ja noch ein bisschen weiter nach rechts durchgraben. Wir haben ja die rechte Seite eigentlich noch gar nicht erkundet. Ich kann gar nicht das ganze Gebiet überblicken, das wir hier freigraben dürfen. Das ist so riesig. Wirklich eine gigantische Karte. Gigantissimo. Es kommt alles wieder mit. Hoffentlich kommt jetzt keiner dieser komischen Käfer um die Ecke. Die habe ich ja vorhin eigentlich gar nicht so wirklich mitbekommen. So, weiterbauen, weiter craften. Wir haben wieder Gold bekommen. Gleich wieder einmal umsetzen. In Barren und ein bisschen Golderz behalten wir uns auf. Dann brauchen wir die Silberbarren. Silber haben wir auch wieder ein Stück. Ein Schwung bekommen, auch nochmal 20 Stück. Braucht man ja auch irgendwie für alles. So, dann dürft ihr da einmal komplett umgraben. Na gut, das oben könnt ihr sein lassen, aber das Buch nehme ich auf jeden Fall mit. Na los, Kohle, Kohle, Kohle. Jede Menge Kohle. Und wenn es geht, noch ein paar Erzadern. So schnell werden wir nämlich nicht an Mithril kommen. Dafür müssen wir noch ein bisschen tiefer schürfen. Und da unten haben wir noch mehr Kohle.
Genau das, was ich gesucht habe. Wir können noch viermal das Portal verlängern. Aber sobald wir oben sind, müssen wir uns mal wieder um Rüstungen und Waffen und sowas alles kümmern. Das macht sich dann nämlich ganz gut. Sehr schön, alles wegnehmen. Und hier unten kommen wir schon wieder in die nächste Schicht mit Eisen. Ja, wird auch wichtig sein. Nehmen wir auch definitiv mit. Aber Eisen ist jetzt nicht vorrangig wichtig. Wichtig ist eher Mithril. So, gucken wir mal. Jetzt können wir mal ein paar Zauber wieder anwenden. Zaubersammlung, Zauberexplosion. Nö. Oder wir bauen noch weiter die Feuerelixiere. War ja eigentlich gar nicht so teuer, ne? Wir brauchten ja bloß diese ollen Nadelkristallen, Kristalle, Flaschen und Schleim. So, wenigstens wieder einmal. Dann brauche ich nicht so viel zu zaubern. Da ist Gold. Wir werden schon wieder angegriffen, aber da kümmert er sich drum. Sehr gut. Gut gemacht. Ein traumhafter Zwerg, der aufpasst, dass nicht so viel passiert. Wo sind wir gewesen? Da. Ups, Portal weg. Das Portal ist weg. Nein. Steuern, freigeben. Steuern, freigeben. Ah, Dreck. Habe ich nicht drauf geachtet. Es tut mir leid. Das war meine eigene selber Schuld. So, zu dem Gold können wir uns noch runtergraben. Das ist doch eine Idee. Haben wir gleich noch mal ein bisschen was extra. Und die nächste Welle, die braucht noch ein wenig. Sehr gut. Gucken wir mal. Jetzt könnten wir doch mit der Goldrüstung mal anfangen, oder? Ein paar Goldbarren haben wir, aber nicht genug. Die Kohle wird dann garantiert auch wieder ein bisschen mau. Wir müssten tiefer schürfen. Viel weiter unten haben wir das ganze Gold. Das haben wir hier auf dieser Höhe natürlich nicht. Jetzt kommt erstmal nur eine Eisenader. Man sieht es. Hier ist wieder ein Raum. Oh, und Gold. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Können wir gebrauchen. Für euch, nur für euch, alles nur für euch. Ach nee, doch. So kann das sein, wenn man eine Familie voller Zwerge hat. Man gräbt nur im Untergrund und versucht das Beste rauszuholen. Gold. Immer die Kohle im Auge behalten. Ja, ich denke mal, ich werde nochmal die Portale verlängern, noch ein bisschen länger unten bleiben, denn hier ist gerade so schön. Zumindest was das Gold angeht. Mach mal das hier noch weg. Genau, dann setze ich da die nächsten Portale hin. Und dann dürft ihr hier alles freimachen. Ich höre schon wieder was. Es will mir nicht ganz gefallen. Es hörte sich an wie ein böser Mann. Nee, das unten lasst mal bitte sein. Grabt erstmal zur Seite. Gebt gleich noch ein bisschen Stein dazu. Denn ich möchte dieses Gold auf jeden Fall haben. So, Buch des Tischlers. Hier haben wir noch zwei Gerüste, die nehmen wir wieder mit. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wie ihr wisst nicht, wie ihr hinkommen sollt. Oh, Mithril! Wir bleiben definitiv noch ein bisschen hier. Habe ich gerade entschieden. Ah, kriegt ihr das oben weg? Nein, natürlich nicht. Ach, Mensch. Dann lieber noch ein paar Mana-Tränke trinken. Sehr schön. Die anderen können wir dann zusätzlich dazu kaufen. Oh, Mithril. Das ist genau die Ader, auf die ich gewartet habe.
Sehr schön.